Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Paper Mario. Letzter Part war ja nicht so optimal, zumindest das Ende nicht. Ich weiß aber auch ehrlich noch nicht genau, was passiert ist. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, wir wurden von dem Viech zurückgeportet, aber vielleicht wurden wir auch einfach nur so als Sicherheitsmechanismus des Spiels, nenne ich es einfach mal, zurück in eine sichere Umgebung befördert. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir nur noch 10 KP und irgendwie ist das nicht so cool. Vielleicht noch irgendwas. Pilzmix. Ich hoffe mal, wir werden nicht noch mehr von denen brauchen. Naja, wir werden sehen. Naja gut, Tippi ist auf jeden Fall immer noch entführt. Ist schade, aber ist leider so. Kapitel 3.1. Und ja. Wir müssen sie immer noch aus den Händen des Nerds befreien. Ist der Tippi noch hier? Anscheinend. Okay, gut. Dann wollen wir mal gucken. Ja, nee. Also soweit haben wir ja schon eigentlich alles gesehen. Dachte ich. Das einzige Problem war dann nur noch hier hinten. Und ich würde gerne immer noch wissen, wie ich da dran komme, aber na gut. Warum habe ich gerade Schaden genommen? Oh no! Alter! Wie lange castet ihr denn bitte? Okay. Komme ich hier in den Hintergrund? Ja, cool. Hat sich das schon mal zumindest geklärt. Dann können wir ja gleich weitergehen. Wo kommen wir hier hin? Es gibt zwei Röhren, oh mein Gott, nein. Och nee, schon wieder so ein... Egal. Schatztruhe. Wichtiger. Donnerzorn. Trifft Gegner mit Blitzen. Könnte man bestimmt machen. Leute, ihr springt zu hoch. Ach, ich kann dich trotzdem greifen. Und das war schon wieder der Richtige. Ich glaub's ja nicht. Wurde am Anfang nicht irgendwie in so einem Tutorial-Text gesagt, oder halt, als ich mit Tippi anvisiert hatte, dass es irgendwie, dass den Richtigen treffen muss? War dem nicht so? Aber irgendwie scheinen ja alle richtig zu sein. Das verwirrt mich ein bisschen. Okay, auf jeden Fall sind wir immer noch im Hintergrund und da ist endlich das Seil. Eishauch. Wunderschön, haben wir schon. Toll. Okay, was legen wir denn mal dafür ab? Stoppuhr. Tschüss. Ich hab Angst. Okay. Schade. Na gut, dann dürfen wir jetzt erstmal wieder den ganzen Weg zurücklaufen und dann gehen wir endlich durch das Tor, was wir schon längst gefunden haben. Und sehr viel weiter vorne liegt. Tschüpp, tschüpp, tschüpp. Und das Teil würde ich gerne immer noch versuchen zu töten, aber ich glaube, das geht nicht gut aus. Nur so eine Vermutung. Okay. Wir sind bald tot. Verdammt. Oh Gott, es sieht echt nicht gut aus. Scheiße. Nicht gut. Zwei Leben. Ja. Okay, Memo und mich nicht mehr direkt auf Kamix draufspringen, weil die immer ihren komischen Zauber wirken. Wo geht's hin? Nein, oh Gott! Nein! Oh Gott! Gerade noch so. Gibt's hier irgendwas? Nee, ich kann ja einfach nur so vorbei. Okay, das ist nicht das Rätsels Lösung. Okay. Ja, geh weg, Piranha-Pflanze. Okay, Peach. Peach, 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 wir brauchen dich, Prinzesschen. Hm.
Und jetzt kommen wir in die Röhre, wahrscheinlich im Hintergrund. Vielen Dank. Mit genau einem Leben. Das ist ja echt suboptimal. Oh Gott, oh Gott. Wenigstens kriegen wir eine Karte dafür. Superfangkarte. Fängt die Seele eines Gegners. Klappt fast immer. Sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Wir legen Eis auch ab. Tschüss. Okay, hier können wir nicht lang. Schade. Ja. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob wir vielleicht nochmal zurückgehen sollten. Uns ein paar Pilztränke mitnehmen sollten. Das. Ja, glaube ich, gut. Aber irgendwie habe ich keine Lust, nochmal zurückzulaufen. Meine Ehre verbietet es mir. Nee, lass mich in Ruhe. Nein! Lebenspilz verbraucht. Sehr gut. Ab jetzt sollte ich nicht mehr sterben. Ich habe keine Alternativen mehr. Verdammt. Ah, sehr suboptimal. Ja, Ultra Peach. Sehen wir das jetzt auch mal. Oder entwickelt sie sich auch zu Ultra Mario? Keine Ahnung, man weiß es ja nicht. Nee, scheint nach Peach auszusehen. Oder Daisy, man weiß es nicht. Auf jeden Fall machen wir alles kaputt. Einfach durch das komplette Level durch. Vielleicht kriegen wir dadurch gleich ein Level ab. Man weiß es nicht. Hat nicht gereicht. Okay, wieder zurück zu Mario. Hier haben wir doch definitiv irgendwas verpasst. Und wenn wir nichts verpasst haben, dann haben wir irgendwas durch die Röhren kaputt gemacht. Bestimmt. Oh Gott! Weg mit dir! Oh, was hast du denn? Ein süßer Mix, der 5 KP und Vergiftung heilt. Backmischung. Sollten wir besser mal nicht verbrauchen? Backmischungen sind, soweit ich weiß, oder aus den vorherigen Teilen weiß, relativ wertvoll. Sollte man nicht leichtfertig einfach mal verwenden, sag ich mal. Auch wenn es wirklich sehr nötig ist, wie zum Beispiel jetzt eigentlich, aber ach, egal. Gibt's hier ernsthaft nichts? Nein! Oh Gott! Das war schlau. Das war sehr schlau. Warum ist der Block noch hier? Hä, das ist schon das Anfang des Levels? Ernsthaft? Ich sollte lieber nicht in der Ansicht bleiben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das wird der piepende Part. Ein bisschen nervig ist es schon. Aber ich stelle mich auch gerade ein bisschen dämlich an. Eigene Schuld. Verdammt. Okay, wir haben hier einen Goomba. Koopa, der irgendwas. Was? Nein! Bitte nicht. Oh Gott. Kämpfen? Nicht kämpfen. Besser weglaufen. Besser weglaufen. Kann ich bitte diesen Stern haben? Level up. Oh, sehr gut. Puh, das war wirklich bitter nötig. Aber ich würde gerne groß werden. Danke. Das wäre wirklich sehr, sehr schön. Wenn ich groß werden könnte. Warum ist der so viel größer als ich? Interessante Mechanik. Aber na gut, ich akzeptiere es. Ich dachte, wir wären jetzt mindestens gleich stark, aber sind wir nicht. Ach, pff, Menno. Okay, wir haben auf jeden Fall gelernt. Koopas und andere Gegner können auch Sterne einsammeln. Das mag jetzt vielleicht nicht so interessant wirken, ist es aber für mich. Gehen wir mal oben lang. Das scheint mir am sichersten zu sein. Oh Gott. Wenn jetzt darunter eine Grube gewesen wäre, dann wäre es das gewesen. Okay, was haben wir hier? Lass dich zwischen die roten Röhren fallen. Okay, alles klar. Nee, nichts ist klar. Welche roten Röhren?
zwischen den roten Röhren fallen. Welche roten Röhren? Oh Mann! Können nicht mal deutlich sagen, was die wollen. Ah, anscheinend nicht. Ah ja, okay. Na gut, dann seien wir mal gespannt. Und welche roten Röhren? Bitte weg. Danke. Okay. Du bist nicht rot. Das erkenne ich. Wo zum Teufel sind rote Röhren gewesen? Den müssen wir ja eigentlich plattgestampft haben. Mit Ultra Peach. Rote Röhren. Rote Röhren? Ist ja doch nicht rot. Tja. Ah, hier sind rote Röhren. Hier wollte ich vorhin eigentlich auch schon mal runterfallen, aber ja, das Leben hat es mir ein bisschen vermiest. Und man mal wieder beweist es, man hätte es eigentlich einfach machen sollen. Oh, Mini Mario! Ihr habt euch fürs Team geopfert. Das habt ihr gut gemacht. Kommen wir noch höher? Nee, ich glaube nicht. Oh Gott. Mario ist schon wieder gestorben. Können wir nicht töten? Probieren wir mal. Wir haben in diesem Spiel noch keine Piranha-Pflanze getötet. Wir können nicht töten. Und jetzt können wir auch die Röhre benutzen. Ob wir das schon vorher konnten, keine Ahnung, aber höchstwahrscheinlich. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Oh, hätte ich doch machen sollen. Okay. Nichts dagegen. Monsterkarte. Nee, noch eine super Fangkarte. Hätte ich einfach mal verwenden sollen, ne? Eis auch. Weg. Na gut, dann verwenden wir jetzt einfach mal eine super Fangkarte. Ich meine, so eine Piranha-Pflanze ist schon mal nicht schlecht, denke ich. Können wir nehmen. Wie machen wir das denn? Genau, perfekt. Yay! Piranha-Pflanzenkarte. Super. Von euch hätte ich auch gern was. Superfangkarte. Nein! Oh Gott, es hat nicht geklappt. Oh, es hat geklappt. Glumba-Karte. Natürlich sind es Glumbas und keine Gumba. Gababas. Hinab in die Röhre. Keine Ahnung, was hier los ist. Okay, jetzt weiß ich's. Dass man die Teile immer noch verdammt schwer treffen kann, lass ich mal so hingestellt. Aber na gut. Oh, wir haben wieder Leben. Das hätten wir vorhin gebraucht. Vor dem Level-Up, meine ich. Na gut. Aber egal, jetzt sind wir wieder voll. Doppelt voll. Und wir haben keinen Lebenspilz mehr. Und keine Karten. Es muss ich kurz ausprobieren. Tut mir leid. Mein Gefühl sagt mir, hier oben ist irgendetwas. Mein Gefühl trügt manchmal. Hey, da ist ein Block. Münzblock! Und damit verabschiedet sich die Fernbedienung. Sehr gut. Und dann sage ich einfach mal, wie gut, dass ich vorbereitet bin und schon seit Ewigkeiten auf diesen Hinweis gehört habe, dass die Batterieleistung langsam nachlässt und mir schon extra Batterien bereitgelegt habe. Yay! Aua. Ach, egal.
Hier können wir nicht rein. Na gut. Dann wollen wir mal weitergehen. Aber es sah nicht wirklich danach aus, als ob wir da lang gehen sollten. Denn, ja, da war nichts. Und das war sowas von klar. Die Frage ist, was verpassen wir jetzt, wenn wir da lang gehen? Mann! Hoffentlich nichts. Okay, hier ist irgendwas. Wusste ich's doch. Komm schon. Öffne die Truhe. Gib mir deine Kamekarte. Und dann lass mich wieder hier raus. Moment. Wie komme ich eigentlich wieder raus? Ah. Sowas hatte ich schon vermutet. Aber gut, dass es wirklich da ist. Sehr beruhigend. Hier will ich nur nicht sein. Ich kann hier nicht mehr zurück. Ich sollte erstmal speichern. Ja, ich möchte erstmal speichern. Die andere Frage ist, möchte ich jetzt auch gerade den Part beenden? Sehr komische Gebrüder. Gebrüder in diesen Mario-Spielen bedeutet irgendwie Kampf. Gehen wir erstmal nach links. Okay. Soccer-Brüder. Okay. Autsch. Das war sehr viel einfacher, als ich mir das vorgestellt hatte, aber okay. Ah, okay, jetzt kommen wir hier hin. Das heißt, nach rechts war nicht der richtige Weg. Das ist gut zu wissen. Jetzt können wir aber trotzdem mal kurz nach links, in die linke Röhre gucken. Das ist gut, das ist gut. Yeah. Einmal noch hier rein. Und ich glaube, dann muss ich langsam wirklich wieder den Part beenden. Es wird nämlich wieder Zeit. Anscheinend kommen wir hier auch hin. Tja, doof, ne? Verdammt. Na gut, dann würde ich einfach mal sagen, wir machen für heute einfach Schluss. Ich habe noch ein bisschen viel zu tun, also kann ich heute den Part leider nicht so lang machen. Tut mir leid. Speichervorgang beendet. Na gut. Und im nächsten Part sehen wir uns dann hoffentlich vorne wieder bei den Röhren wieder, wenn ich mir gemerkt habe, dass ich da eigentlich hinlaufen wollte. Dann habt ihr zu euch zumindest mal den Weg gespart. Und dann gehen wir gleich nach rechts. Also in die mittlere Röhre und dann hinten rechts. So, ja. Ja gut, das war's dann auf jeden Fall und ja, ich sag dann einfach mal bis zum nächsten Mal oder halt bis morgen und ciao, ciao. Ich hoffe, dass morgen der Part wieder fertig ist. Wehe, wenn nicht.